Genau, und jetzt können wir hier vorne eigentlich die fertigen Filter abgreifen. Sieht jetzt zwar nicht besonders schön aus, weil das jetzt hier so eingeengt ist. Ja, hier sind sie. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory. Wir fliegen hier gerade mit dem Rochen auf den wahnsinnigen Turbofuel Kraftwerkskomplex zu. Und jetzt sehen wir das hier mal so ein bisschen von oben in der Bewegung. Das ist schon ziemlich geil, wie das Gebäude hier aussieht. Diese riesige Dose, diese riesige Runde. Das ist schon cool. Und ich habe schon überlegt, das noch ein bisschen weiter noch auszugestalten. Ich bin da noch nicht so ganz am Ende, obwohl das jetzt schon ziemlich beeindruckend aussieht, so in dieser Form. Genau, aber wir wollen heute mal was anderes machen tatsächlich. Oder wir wollen durch den Flügel vom Rochen durchbacken. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen etwas anderes machen. Und zwar haben wir mal so überlegt, was sind denn so Sachen, die wir jetzt noch nicht für Produktionslinien aufbereitet haben. Also welche Bauteile, welche Elemente haben wir denn noch nicht aufbereitet. Und wir sind bei unserer Überlegung dazu gekommen, dass wir eine Sache eigentlich nochmal als Produktionslinie aufbereiten können, nämlich die Filter von der Gasmaske. Und ja, einige werden jetzt richtig sagen, Moment mal, dafür braucht man doch Myzelien. Das ist richtig. Und wo gibt's Myzelien? Die gibt's im Pilzbiom. Und dann werden einige sagen, Moment mal, dafür braucht man doch Gummi. Das ist richtig. Und Gummi macht man mit Öl und das gibt es im Pilzbiom. Und dann werden noch einige andere sagen, Moment mal, dazu braucht man doch Kohle. Richtig. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wo es Kohle gibt. In Pilzbiom. Das ist der Wahnsinn. Und deswegen habe ich mir gedacht, gerade weil man ja auch die Pilze, die Myzelien, die muss man ja per Hand farmen, ja. Gerade weil man die ja auch per Hand farmen muss, ist es eine ziemlich gute Idee, diese Produktionslinie für die Filter von der Gasmaske im Pilzbiom zu machen. Denn man muss ja das Gewebe produzieren lassen. Ne? Das Gewebe, dazu braucht man Myzelien. Und genau, dann noch Kohle und Gummi. Und das hat man da alles. Relativ nah zusammen. Ich meine, gut, Pilze gibt es da überall. Die Myzelien, die wachsen ja da auch am Boden. Man muss ja da nur mit der Kettensäge ein bisschen durchgehen, dann hat man ja schon genug. Und dann das andere Kramszeugs, das produzieren wir ja eigentlich schon. Also wir produzieren ja Gummi schon im Pilzbiom. Da fahre ich übrigens gerade hin. Das heißt, im Grunde läuft das dann nach dem Prinzip Trichter ab. Man hat halt so eine, keine Ahnung, Container, wo man was einfüllt. Das ist dann Myzelium. Und das wird dann, wenn man das gefarmt hat, wird das dann da reingefüllt. Und dann wird das halt durchgeleitet zur Produktion. Die Produktion läuft halt so lange, bis das Myzelium leer ist. Und bis man eine gewisse Menge an Gasmaskenfiltern automatisch produziert hat. Und im Zweifel sind das ja für eine Tour dann mehr als genug, die dann dabei rauskommen. Das ist die Theorie und das wollen wir uns heute mal zusammenbauen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob wir das hinkriegen. Der Weg ist allerdings hier gerade, sage ich gerade, sehr weit. Wir müssen da hinten hin tatsächlich. Denn da, jetzt bin ich runtergefallen. Da drüben, da gibt es die Kohle. Und da drüben, da wo der Kasten ist, ich kann ja mal ranzoomen. Da, wo der Kasten ist, machen wir schon Gummi. Und da drüben ist die Kohle. Das heißt, wir müssen eigentlich nur uns in der Mitte treffen, mehr oder weniger. Oder wir leiten ein bisschen Gummi rüber zu der Kohle-Location. Das würde auch gehen. Genau, das kann ich gleich mal hier prüfen. Wir brauchen hier nämlich tatsächlich auch Gummi. Und zwar hier für die Produktion der Computer. Und da brauchen wir 45 Einheiten pro Minute. Jetzt muss ich mal da drüben gucken. Bei der Location im Pilzbiom, wie viel Gummi wird eigentlich produziert? Das ist schon mal die erste Frage, die wir klären müssen. Wie viel Gummi wird eigentlich rausgehauen und wie viel können wir nutzen? Aber ich meine, gut, das wäre ja wie gesagt auch immer nur dann aktiv, die Gewebeproduktion und Verarbeitung und die Filterproduktion, wenn wir da Myzelien einfüllen. Das heißt, wir müssen halt nur dafür sorgen, dass eine kurzfristige Gummiverbrauchssteigerung sich nicht negativ auswirkt. Wäre jetzt an sich kein Problem. Zur Not müsste man zum Beispiel auch ein Pufferlager für Gummi machen, dass wenn das zum Beispiel an der Station, wo das abgeholt wird für die Verarbeitung hier in der Fabrik hinter mir, wenn das dann vorläuft, dass es dann nochmal irgendwie abgespeichert wird zwischendrin, also der Überschuss, der dann entsteht in der Zwischenzeit, wo es halt nicht gebraucht wird.
Das ist nämlich hier die Station, da wird das Gummi reingefüllt. Bin mal gespannt. Ja, die ist voll. Also wir haben eindeutig einen Überschuss. Da wird eindeutig nicht so viel verbraucht. Jetzt gucken wir aber mal. 75 Einheiten. Ja, das ist ja mega Überschuss hier. Da können wir auf jeden Fall locker was nutzen. Jetzt muss ich nochmal kurz scannen. Wo war jetzt nochmal genau die Kohle? Die Kohle war da drüben, ne? Genau da, wo ich gerade... Ja, genau, da. Wunderschön. 346 Meter weg. Das ist also gar nicht so weit. Da würde ich fast sagen, wir bauen jetzt hier das einfach auf. Wir müssen dann nur die Kohle hier rüberziehen. Ich werde jetzt hier einfach mal mit Foundations mir hier mal so eine kleine Plattform aufbauen. Tu es. Platziere es, genau. Flup. Flup. Kann man die Dinger eigentlich wegmachen? Das muss ich mal klären. Kann man die sprengen? Ich habe auch nicht mehr vier Nobelisken, verdammt, merke ich gerade. Ja! Heureka! Sauber! Denn ich glaube nämlich hier in der Fabrik, da steht auch noch einiges rum, was im Weg ist von diesen ganzen Korallen, die wir mal wegsprengen müssten. Genau, Myzelien kriegen wir zum Beispiel ja von diesen Pilzen hier mit diesen komischen blauen Kappen. Aber auch am Boden, wenn wir hier dieses Gras wegmähen, glaube ich, da kriegt man auch einiges. Alles klar. So. Haben wir das auch geklärt, wo wir Myzelien herkriegen. Also das ist, wie gesagt, hier kein Problem. So, jetzt muss ich mal kurz noch... Hier war, glaube ich, noch eine Werkstatt drin. Ich muss mal ganz kurz noch zwei Minatoren bauen, damit wir die Kohle farmen können. Nee. Werkstatt? Werkstatt, wo bist du? Ich hatte dich... Gott. Dieser Speicherfreeze immer. Ich hatte dich doch irgendwo aufgebaut. Wo war denn das? Okay, dann stelle ich hier einfach noch eine auf. Ausrüstungswerkstatt. So. Gib mich mobiler Minator. Zwei Stück brauchen wir. Yes. Sauber. Sauber. Genau. Und damit, meine lieben Freunde, werden wir jetzt einfach mal die Kohle fördern lassen. Das Band muss auch nicht so lang sein, tatsächlich. Das ist ja... Kann man auch sogar hier übers Land drüber legen. Das muss ich gar nicht über, irgendwie übers Wasser schaffen oder so. Das kann ich hier einfach über die Seite führen. Das sollte eigentlich recht schnell gehen. Ich habe, glaube ich, wen hinter mir. Da sind ja Blähfliegen noch. Folgen Sie mir? Folgen Sie mir? Folgen Sie mir? Nee, warte mal. Bisschen Muni habe ich ja noch. Sterbt. Hä, wo ist sie hin? Die war doch gerade noch. Ist sie da unter Wasser? Ich glaube, die ist da unter Wasser. Da ist sie. Ich hab sie. Noch eine? Noch eine? Noch eine, die was will? Nee, alles gut. Dann, Waffe aus der Hand. Ich muss leider, wenn ich freie Hände haben möchte, immer dieses Item reinziehen, auswählen und wieder rausziehen. Das ist immer ein bisschen nervig. Es gibt leider keinen Knopf für lege alles, was du in der Hand hast, aus der Hand quasi und nimm die freien Hände. So, hier ist die Kohle. Da setzt man den Minator drauf. Schön in die Richtung schon mal ausrichten. Peilen wir mal ein bisschen. Genau. So. Und dann bauen wir das Förderband. Das Kohleband. Das Kohleband. Außer Rand und Band mit dem Kohleband. Genau, hier müssen wir hin. Hier so. Da bauen wir einen Elevator nach unten. See you later, Elevator. Und dann... Schön hier am Rand. Genau, und jetzt in einem Rutsch rüber. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist ein Abgrund. Nicht zu viele Kunststückchen machen. Ha! Es könnte ungesund sein. Genau das meine ich nämlich. Schön hier auf die Spitze stellen. So, jetzt hier rüber. Und da sind wir schon angekommen. Der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn, wie schnell das hier geht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So, wir benutzen weiter Foundations. Aber da. Falscher Knopf. Fundamente. Wir ziehen mal hier
die Foundation-Reihe bis ganz nach vorne. Und vielleicht hier auch noch ein Stückchen weiter nach vorne gehen noch. So, so, so. So, und ja, da geht's jetzt nicht wegen dem Förderband. Das könnte man hier aber auch nochmal anders legen. Das ist ein Dreierband, ne? Früher habe ich noch so viel mit Dreierbändern gemacht. Der Wahnsinn. Dreierbänder sind heute ein bisschen out. Die sind nicht mehr so on fleek. So. Bam. Wir brauchen für diese Produktionsanlage tatsächlich erstmal einen Konstruktor. Glaube ich, oder? Ne, warte mal, wir brauchen Gewebe. Ich glaube, das geht nur hier drin. Moment, muss ich mal gucken. Ja, Gewebe, genau. Das Ding ist, wir brauchen auch Biomasse dazu. Und das ist jetzt halt so ein Ding. Wir hätten jetzt die Wahl, auch für die Biomasse Myzelien zu benutzen. Das ist jetzt die Frage, kriege ich hier auch andere Biomassequellen? Ich muss mal hier gerade in die Pampa reinmähen. Ich muss mal kurz hier reinmähen und mal gucken, was ich hier für Biomasse kriege. Für Biomassequellen. Kriege ich hier auch Holz? Was kriege ich denn hier? Kalkstein, Myzelium und Kieselsäure. Hier kriege ich direkt Kieselsäure. Wenn ich hier farme. Ja, man kriegt offensichtlich Kieselsäure halt. Myzelien und Kalkstein. Naja, Kalkstein kann man halt nicht so richtig nutzen. Der ist also sinnlos. Ich muss, glaube ich, wirklich Myzelien für beides benutzen hier. Weil ich glaube, andere Dinge werden hier gar nicht gefarmt, wenn man hier sägt. Es ist, glaube ich, immer nur Myzelien, Kalkstein und Kieselsäure. Dann soll es so sein, würde ich sagen. Dann soll es so sein. Dann machen wir erstmal. Ich muss doch mal die Kettensäge aus der Hand legen. Boah. Moment, Moment, Moment. Das dann auch mal weglegen. So, jetzt brauchen wir. Wir brauchen erstmal zwei Konstruktoren. Ich mach das jetzt einfach. Wie machen wir das jetzt? Warte mal, wir brauchen. Nee, warte mal. Lass uns mal einen Moment, bevor wir wirklich loslegen mit der Produktion, mit dem Bau. Nein! Falsch platziert. Bevor wir wirklich loslegen, lasst uns hier mal noch die Plattform ein bisschen vergrößern. So. Jetzt bauen wir hier erstmal einen Container auf. So. Das ist unser Einfüllcontainer, ja. Hier packen wir die ganzen Myzelien rein. Würde ich sagen. Und das ist eigentlich egal, wo der seine Öffnung hat. Ich mache die Öffnung jetzt mal. Ich mache es jetzt mal so. Oder warte mal, wir machen den mal hier hinten hin. Genau. Wir machen den mal hier hinten hin, dass wir hier, wenn wir Myzelien gefarmt haben, die Myzelien einfüllen. So, und von hier aus werden die Myzelien in den Produktionskreislauf eingeführt. Und zwar hier hin. So, und jetzt bauen wir hier zwei Konstruktoren auf. Einen hier hin. So. Und einen hier hin. Da. Und jetzt splittern wir gleich mal an der Stelle dieses Myzelienband, wo ja noch keine Myzelien drauf sind. Das splittern wir jetzt gleich mal hier an der Stelle einmal ab. Genau. So. So. Und. Moment. So. Wunderschön. Genau, das ist für die Myzelien und dann produzieren wir hier drin nämlich erstmal Biomasse aus Myzelien und hier drin produzieren wir, brauchen wir da noch eine Produktion eigentlich? Ne, brauchen wir gar nicht. Moment. Dann machen wir das jetzt ganz clever. Wir machen das hier nochmal weg. Stimmt, ne genau, wir brauchen hier nicht den Dings, sondern wir brauchen hier das Teil, den Konstruktor. Und dann machen wir das nämlich so, dass wir das von hier. Genau. Wir machen das so. Dann können wir nämlich hier die Myzelien einführen, die wir für das Gewebe brauchen. Denn das Gewebe braucht ja Myzelien und Biomasse, das war ja das Ding.
Das heißt, hier machen wir jetzt einen Lift hin. Den führen wir über die Bounding Box hinaus. So. Warte mal, dann machen wir das doch nochmal ein bisschen anders. Dann machen wir mal hier. Kann da noch ein Lift hin? Ist da noch genug Platz, dass das Förderband da davor noch... Ah, schade, das geht nicht. Okay, wir machen das nämlich so. So. Muss mal gucken, ob das hoch genug ist. Aber ich glaube, das ist nicht hoch genug für die Bounding Box. Ja, die Bounding Box blockiert noch. Müssen wir noch einen Ticken höher setzen? Das ist immer leider... Das sieht man halt leider immer nicht so. Ich glaube, das müsste aber hoch genug sein. Hier müssen wir auch nochmal höher gehen. Das passt jetzt, hoffe ich. Ja. Genau so. Da wird nämlich jetzt... die Biomasse von hier, die wird jetzt hier reingefüllt. Genau, und jetzt müssen wir nur... Machen wir jetzt einfach von hier drüben. Jetzt gehen wir einfach hier hin. So. Und dann da rein. Nice. Jetzt kriegt der hier nämlich beide Dinge, die er braucht. Er kriegt die Biomasse und er kriegt die Myzelien. So, dann haben wir schon mal das Gewebe. Und den Rest, den haben wir uns jetzt ja schon geholt. Von den anderen Locations. Die Kohle, ja, die kommt ja von da. Das heißt, wir können jetzt hier schon den Fabricator aufstellen. Und zwar mache ich das jetzt einfach so. So. Genau. So. 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 Genau. Von hier kommt das Zeug. So, jetzt muss ich nochmal gucken, was brauche ich nochmal genau eigentlich für die Filter. Genau, wir brauchen das Gewebe. Die Kohle. Die kommt jetzt von der rechten Seite, sag ich mal. Von da drüben. Das heißt, wir nehmen da jetzt einen Lift. Ziehen den so ein bisschen hoch. Dann hole ich mir nämlich das Band hier oben hin mit der Kohle. Und lassen wir das da einfach reinfüllen. Dann haben wir nämlich schon mal die Kohle. Ich muss das noch mit Strom versorgen. Fällt mir gerade auf. Ah! Zu kurz. So. Und. Okay, bis hierhin geht's. Genau, dann machen wir das jetzt da rein. Es geht noch ein bisschen schöner. Wie gesagt, Schönheit kommt immer später. Lasst uns erstmal noch Strom legen. Weil mir das gerade mal so einfällt. Wo kommt denn der Strom eigentlich her? Die Leitung ist da oben. Dann knipper ich mir jetzt einfach hier bei der Unterwasserleitung was ab. Und zwar, lasst uns mal den hier nehmen. Draht ist zu lang. Dann kann ich bis hier hin, genau. Ich lege das jetzt einfach durchs Wasser. Schön hier hoch, genau. Dann kommt nämlich schon mal die Kohle an. Und dann brauchen wir an sich nur noch das Gummi. Und das Gummi können wir ja da einfach absplittern. Da brauchen wir ja eh nicht so viel. Wunderbar. Ist das zufällig? Jawohl. Ist sogar schon lang genug. Nicht schlecht. So, das legt jetzt hier los, richtig? Genau, der fängt jetzt an zu bohren. Ausgezeichnet, meine lieben Freunde. Ausgezeichnet. Und ich bedanke mich an der Stelle bei Thorak, der auf Stufe 1 abonniert hat und das schon 3 Monate in Folge. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Warum benutze ich eigentlich nicht das Band? Ich kann doch da voll schnell ankommen. Ich bin wieder schlau. Ich laufe neben meinem tollen Turboband her. So. Jetzt brauchen wir Gummi. Gummi gibt es hier. Gummi splittern wir, wie gesagt, einfach ab. Hier ist sogar schon ein Splitter, glaube ich, oder? War hier nicht sogar schon gesplittert? Mal kurz gucken. Ja, genau, guck mal, das ist doch hier, das geht doch hier in den Container rein, oder? Das ist, glaube ich, hier der Puffer. Genau. Das ist ja gut. Warte mal, dann machen wir einfach da ein Loch in die Wand gegenüber. Müssen wir mal gucken, wo genau ist gegenüber. Gegenüber wäre dann hier so. Ja, vielleicht doch lieber hier. So. Dann machen wir uns da nämlich ein Förderloch rein. Hervorragend. Und dann lassen wir einfach von da den Gummi nach da transportieren. Habe ich es quasi instinktiv schon richtig gemacht.
Genau, so, und jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass hier wieder alles Mögliche im Weg ist. Okay, lasst uns das mal anders machen hier. Ich muss es nochmal umdisponieren. Das ist doch nicht so schlau, wie ich mir das gerade gedacht habe, hier mit dem Band nach oben. Wir machen das mal wieder nach unten. Wir legen das doch unten lang. Das ist doch besser. Jetzt so, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse hier. Da ist das wohl doch besser, wenn wir das direkt da vorne reinlotsen. Und dann machen wir nämlich die Lösung mit dem Lift. Machen wir jetzt fürs Gummi. Und zwar von da, wie das direkt auf der richtigen Höhe ist. Wahnsinn. Hier hin. Und dann dahin. Jawohl. So, da haben wir alles. Jetzt muss der hier nur noch Strom kriegen. Strom kriegen wir von da oben. Da setzen wir jetzt hier einfach mal so einen tollen Megamast hin. Genau, und von hier verbinden wir jetzt den, den und den. So, und damit kann unsere Produktion theoretisch laufen. Das Einzige, was wir jetzt tun müssen, um Gasmaskenfilter zu bekommen, wir müssen Myzelien farmen. Deswegen, ich packe jetzt mal spaßenshalber in diesen Container hier Myzelien rein. Falup. Genau, die werden jetzt rausgefördert. Und werden jetzt da hinten reingefüllt. Schön, wie sie da liegen. Kleine Champignons. Hm, jetzt habe ich Bock auf Pilze. Genau, hier wird jetzt die Biomasse rausgehauen. 150 pro Minute sogar. Das ist auf jeden Fall mehr als genug. Man könnte theoretisch sogar noch überlegen, ob man diesen Zugang hier ein bisschen verlangsamt einfach, damit die meisten Myzelien hier drüben ankommen. Weil hier werden, glaube ich, mehr gebraucht. Hier werden 15 pro Minute gebraucht. 15 pro Minute. Und hier werden... Ha! Speicherfließ! Hier werden... 150 pro Minute gebraucht? Okay, vielleicht sollte man eher den Zugang verlangsamen. Holla, die Waldfee! 150 pro Minute. Ist da überhaupt Biomasse rausgegangen jetzt? Er hat ja hier produziert gerade. Ich glaub schon. Ist hier jetzt was passiert? Ah ja, okay, er hat Filter produziert, aber nur 4. Okay, wir merken, wir brauchen eindeutig hier mehr Myzelien. An der Stelle hier. Und wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass hier nicht so viel ankommt. Aber letztendlich, wenn das hier vollgelaufen ist, müssten ja an der anderen Stelle deutlich mehr drin sein dann. So oder so müssen wir auf jeden Fall, wenn wir einen großen Output haben wollen, Myzelien farmen. Das heißt, Kettensäge raus und ab geht er. Die Pilze doch bitte nicht in Biomasse umwandeln. Ja, das Problem ist aber, ich kriege hier in dem Biom nur von den Pilzen die Biomasse. Ah ne, warte mal, jetzt habe ich auch Holz gekriegt. Aber warum kriege ich denn jetzt Holz? Von was habe ich denn jetzt Holz gekriegt? Sind das die Dinger hier, von denen ich Holz kriege? Die kann ich gar nicht abfarmen. Komisch. Das ist ja seltsam. Oder sind das die Sträucher hier? Blätter und Holz. Ah ja, das sind die Sträucher. Okay. Ach so. Ja, dann, wenn ich Holz kriege, sieht die Sache natürlich ganz anders aus, ne? Wartet mal. Das müssen wir da nur eine ganz kleine Modifikation vornehmen, tatsächlich. Eine mini-mü-mäßige Modifikation müssen wir vornehmen. Das kann an sich so bleiben. Aber wir müssen eine Sache ändern. Wir müssen ändern. An der Stelle machen wir mal nicht aus Myzelium-Biomasse, sondern aus Holz. So. Da brauchen wir zwar auch eine ganze Menge davon. Dann müssen wir halt, wenn wir farmen, immer auch Holz mitnehmen. Sollte ja eigentlich passen. Und dann brauchen wir hier natürlich jetzt einen intelligenten Splitter, damit wir immer schön das Holz von den Myzelien trennen. Ganz wichtig. So, Logistik. Intelligenter Splitter. So, dann lasst uns das mal so machen. Links geht raus. Hölz. Wo ist Hölz? Hölz. Und in der Mitte geht durch...
Mycelium. Und rechts mache ich jetzt einfach mal beliebig, keine Ahnung. Ist eigentlich egal. Der wird nicht genutzt. Halt, falsches Band. So, dann können wir nämlich hier über dieses Band tatsächlich mal alles drüber laufen lassen. So, natürlich versuche ich das Ganze wieder ein bisschen symmetrisch zu machen. Beziehungsweise bündig. Moment. So. Und so. Genau. Wunderschön. Und wir brauchen noch ein bisschen. Wir müssen noch ein bisschen farmen. Büschel brauchen wir noch. Die Bäume kann ich aber nicht umsägen, oder? Das wäre zu schön. Hier oben gibt es doch bestimmt auch noch Stuff. Hier sind ganz viele Büsche. Guckt mal, da kriegen wir ein bisschen Holz. Dann sägen wir doch mal. Jawohl. Jawohl. Sehr gut. Mehr ist hier leider nicht. Noch eine Etage höher. Mal gucken. Da müsste eigentlich auch noch ganz viel sein. So viel zum Thema. Wir machen das mal hier, weil wir da das ganze Material, was wir dafür brauchen zum Craften, direkt nebenan haben. Ja, ja. Schön. Aber ich glaube, an anderen Stellen wäre es noch ungünstiger. Ja, toll, hier oben wächst nichts. Tolle Armutszeugnis hier. Tolle Armutszeugnis. Auch das sei ein guter Deutsch. Da hinten sind Büsche. Und ich glaube, unten in der Höhle sind, glaube ich, auch noch welche. Sägen wir die ja erstmal weg. Ich brauche Holz. Ja, Mycelium, da kriegt man auf jeden Fall einiges. Habe ich noch Platz? Ich sollte mal die Biomasse und den Kalkstein mal löschen. Sonst wird gleich irgendwas nicht gespeichert. Stimmt, Blätter kriegen wir auch. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich das noch verbessern kann. Hallo? Speicherfreeze? Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich es noch verbessern kann. Wir brauchen, glaube ich, doch für die Biomasse mehrere Manufaktoren. Konstruktoren, meine ich. Und dann machen wir einfach beide. Also, wir bauen einfach beide nebeneinander und dann mit Blättern und Gedöns, Holz. Dass wir möglichst viel Biomasse herstellen. Weil da scheinen wir ja doch mehr davon zu brauchen, auf jeden Fall. Das würde bedeuten, wir haben nicht genug Platz. Moment. Wie macht man das jetzt am blödesten? Ich würde... Moment, Moment, Moment. Wir haben das gleich. Wir machen das gleich. Sekündchen. Erstmal die Kettensäge ablegen. Das kann ich nicht denken. Sonst habe ich eine Denkblockade. Also, wir machen das mal so. Wir machen nochmal hier dieses Band weg. So. Weg damit. Genau. So. Jetzt machen wir hier. Noch einen hier. Genau. So, jetzt machen wir da. Da drin wird Biomasse aus Holz her... Nee, aus Blättern hergestellt. Biomasse aus Blättern. So, das ist die ergänzende Biomasse, die dann hier mit reinfließt. So, das heißt, hier müssen wir fusionatisieren. Förderband Fusionator. Genau. So, und das fusionieren wir jetzt einfach so. Das fusionieren wir jetzt. Hier zusammen. Das kommt dann hier hoch. So. Löschen wir das Band mal weg und sagen, verbinden das mal dahin. Hervorragend. So, jetzt haben wir nämlich zwei Biomasseproduzenten. Können wir auch direkt auch schon verstromen hier. So, jetzt müssen wir nur mit dem Band ein bisschen um die Ecke gehen. Ich mache mal hier noch eine Foundation hin, auch wenn das jetzt mit der Brücke hier ein bisschen doof ist. Wie gesagt, Schönheit kommt später. Jetzt geht es erstmal um die Funktionalität. So. Einmal bitte außen rum. Und auch hier bauen wir wieder einen intelligenten Split her. Hoppla. So. Den lassen wir in der Mitte. Genau, beliebig durchlaufen lassen. Und links lassen wir ihm Blätter rausgeben. Ach, falsches Band. So. Wunderschön. Und einmal dahin.
So, jetzt müsste das eigentlich gehen. Wenn wir jetzt Myzelien und den ganzen Spaß aufs Band legen, dann müsste das eigentlich sauber getrennt sein. Und alles müsste eigentlich reibungslos funktionieren. Wir gucken mal. Bin gespannt. Funktioniert es so, wie ich mir denke? Oder nicht? Also, Holz, Blätter. Wo sind die Myzelien? Da. Vielleicht sollte ich auch mal sortieren. Ah ja, genau. Wir sehen das Problem. Dadurch, dass das hier jetzt Stacks sind, wird quasi erstmal... werden quasi erstmal der erste Stack geleert, dann der nächste und so. Also es geht gar nicht nacheinander. Das ist jetzt natürlich problematisch, weil das heißt dann nämlich, dass die Myzelien zuerst volllaufen. Man könnte es versuchen, mit getrennten Containern zu machen. Dass man wirklich hier die Biomasse hat. Die kann ja getrennt werden dann. Ah, jetzt geht's schon los. Genau, jetzt kommen hier die Blätter rein. Sehr gut. Die werden ja schnell verbraucht, oder? Ja. Es geht relativ fix. Sehr gut. Und hier, das Holz, kommt jetzt auch rein. Wie sieht es jetzt hier aus? Oh ja, guck mal, das ist gut. Das ist richtig gut. Man muss halt ein bisschen aufpassen wegen Volllaufen. Eigentlich müsste man das sich so ein bisschen orientieren an der Reihenfolge, wie man es reinpackt. Muss halt schauen. Es wird wahrscheinlich eher Biomasse gebraucht als Myzelien, schätze ich jetzt mal. Schön, wie die hier so als kleinen Klumpen, als kleine Briketts rauskommen. Das heißt, man muss halt erst die Blätter und das Holz reinlegen wahrscheinlich. Und danach erst die Myzelien, damit erst das eine rausgeholt und dann das andere. Wenn ihr versteht. Ja, Wahnsinn. So, und dann haben wir hier hinten. Da kommt hier, hier kommt der Stoff raus. Da ist er. Huch. Speicherfreeze. Stoff. Da ist er. Stoff. Gib Stoff. Da ist er. Genau, und jetzt können wir hier vorne eigentlich die fertigen Filter abgreifen. Sieht jetzt zwar nicht besonders schön aus, weil das jetzt hier so eingeengt ist. Ja, hier sind sie. Da liegen sie auf dem Band. Haben die keine Textur? Die haben keine Textur, lol. Gibt's ja gar nicht. Genau, jetzt kann ich mir die einfach runternehmen. Toll. Wahnsinn. Und wie lange dauert das, bis die produziert werden? 7,5 pro Minute werden produziert. Der Wahnsinn. Genau, ich muss halt immer nur dafür sorgen, dass entsprechend Myzelien und Holz und Blätter am Start sind. Genau. Und dadurch, dass ja nicht immer mehr nachgelegt wird, sondern dass ich ja quasi dosiere, wie viel ich reinpacke, kann auch erstmal so schnell nichts volllaufen an sich. Und genauso beim Gummi auch, da kann auch nicht zu viel abgeführt werden, weil, ne, wenn wir hier nichts produzieren, weil wir keine Myzelien, kein Holz und keine Blätter eingefügt haben, wird auch kein Gummi verbraucht. Das heißt, das ist jetzt wirklich nur bei Bedarf. Das ist quasi, wie wenn man den Hahn aufdreht. So ein bisschen. Nicht schlecht. Sicherlich gibt es hierfür auch noch eine bessere Lösung an der Stelle. Es wird übrigens, an der Stelle vielleicht nochmal der kleine Hinweis, es wird aktuell daran gearbeitet, dass man Pflanzen auch anpflanzen kann. Also das heißt, dass man dann die Pilze anpflanzen kann in so Pflanzbehältern. Und diese Pflanzbehälter sollen dann auch eine Funktion haben, dass man die dann abernten kann automatisch. Und dass eben dann Myzelien halt gefarmt werden automatisch. Ja, also quasi so Aquakulturen sind das dann wahrscheinlich. Ne, und die werden dann automatisch abgeerntet und dann läuft das auch vollautomatisch. Da muss man das nicht mehr, so wie wir das jetzt machen, mit der Hand farmen. Und dann würde so eine Fabrik hier natürlich auch nochmal anders aussehen. Das ist klar. Dann würde man das ganz anders machen. Aber prinzipiell machen wir das jetzt erstmal so. Hier rutscht es sogar noch ein bisschen nach. Krass, wie lange die Produktion jetzt nachläuft. Nicht schlecht. Meine lieben Freunde, nicht schlecht. Das ist doch mal eine tolle Fabrik, die wir mal noch nicht hatten. Eine Filterfabrik. Wie viele Filter habe ich jetzt eigentlich? Wie viel habe ich da jetzt bekommen?
So, mal gucken. 19. Immerhin. 19 Gasmaskenfilter. Jetzt haben wir hier nochmal welche. Wie viel sind das jetzt? Glaube ich nochmal 19. 36 habe ich jetzt. Das ist noch einer. Cool. Nicht schlecht. Jetzt kann ich mir immer schnell mal Gasmaskenfilter machen. Ist halt immer die Frage, ne? Man muss jetzt halt dafür hierher fahren. Jetzt müsste man eigentlich die Gasmaskenfilter noch irgendwo zentral lagern. Am besten mit einem Megaband zur Zentrale, zum zentralen Lager hinfördern. Das wäre tatsächlich gar nicht so doof. Das wäre tatsächlich gar nicht mal so blöd. Aber das dauert, bis wir das aufgebaut haben. Das ist nicht mal so eben mit links erledigt. Auf jeden Fall ist an der Stelle jetzt diese Folge Satisfactory auch wieder zu Ende. Wenn ihr jetzt selber Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator Tag Spielbär mit AE benutzen. Für euch wird es dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal und auch diese Videos direkt. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Satisfactory. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge. Bis dann, ciao, ciao!